Willkommen zu einer Online-Partie Mario Kart 8 auf der Wii U. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich möchte mal schauen, und zwar mit euch gemeinsam, was taugt im Jahr 2021 der Online-Modi von Mario Kart 8 auf der Wii U. Ich spiele global und es ist samstags morgens, 10:30 in etwa. Und wir haben die Lobby fast voll. Wir schauen mal, was die Punkte hier so sagen. Meine Punkte sind natürlich wie immer nicht gut. Aber es scheint von den Punkten her relativ ausgeglichen zu sein. Und ich hub mal alle an. Und ich habe gesehen, es gibt mein Quad gar nicht, was ich bei Mario Kart 8 auf der Switch fahre. Was natürlich sehr, sehr schade ist. Aber hat ja nichts zu sagen. Ich bin ja eh nicht gut in dem Spiel. Aber es macht Spaß. Wir schauen mal, ich war so neugierig, deswegen habe ich gesagt, wir schauen mal, wie so dieser, wie dieser Online-Modi auf der Wii U mittlerweile ist. Aber ich muss sagen, dieses Quad ist nicht so gut. Es ist so langsam. Und was es hier ja auch nicht gibt, zwei Itemboxen. Es gibt ja hier nur eins. Jetzt habe ich die Hupe vollkommen doof eingesetzt. Also ich bin mit diesem Quad hier vorher noch nie gefahren. Deswegen weiß ich so gar nicht so hundertprozentig, wie sich das hier so bei Kurven und so verhält. Banane, aufpassen. Ja, mal schauen. Was ist mir schon mal aufgefallen ist, das wird einem gar nicht so bewusst irgendwann mal. Die Ladezeiten hier auf der Wii U sind ja unfassbar lang. Und ich finde das Spiel im Allgemeinen auch ein bisschen träger. Jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich nur von mir so eine Vermutung ist oder so eine Einschätzung ist. Wieso bin ich jetzt geschlittert? So, letzte Runde. Ich mag auch diese Strecke nicht. Ich finde die so unfassbar langweilig. Aber wie ich schon sagte, ich finde dieses Quad, was ich habe, gar nicht so geil. Ja, das war klar. Ich wollte extra vom Gas gehen, aber es hat nicht funktioniert. Weil ich auch so ein bisschen aufpassen musste, weil der Gute vor mir... Ich möchte gerne den Stern haben. So. So, schauen wir mal, was hier so los ist. Wir sind jetzt kurz vorm Ziel. Mal schauen, ob ich den dritten Platz halten kann. Jawohl, wir haben den dritten Platz gehalten. Das hat Spaß gemacht. Und ich bin überlegen, ob ich kurz rausgehe und nochmal regional probiere, aber ich glaube, das lassen wir. Wie ihr seht, es ist unfassbar langsam. Das Ganze sehr, sehr träge. Also man muss sagen, zum Vergleich zum Mario Kart 8 Deluxe schon ein großer Unterschied. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wenn ich jetzt, sage ich mal, Samstagabend jetzt eine Runde spielen würde, ob jetzt mehr los ist. Man sieht jetzt, selbst im Global wird die Lobby nicht voll. Wir machen ja jetzt dieses Rennen noch und dann beenden wir natürlich die Folge. Weil zu lang will ich das auch nicht machen. Aber es lohnt sich durchaus noch, wenn man jetzt kein Geld für eine Switch hat und man hat eine Wii U zu Hause.
kann man sich Mario Kart 8 noch ohne Bedenken holen und damit noch online Spaß haben. Ihr seht es ja, wir haben jetzt jedes Mal 11 Fahrer zusammenbekommen. Na? Und man, es lässt sich natürlich noch gut spielen. Ich kann darauf wetten, genau. Ich musste jetzt nach außen ausweichen, weil die natürlich alle mir die Items vorgeklaut haben. Und dementsprechend bin ich jetzt runtergefallen. Aber es gibt Schlimmeres. Hätte aber einer eine Bananenspur gelegt. Ah, schade. Ich wollte mir den aufheben und hier nehmen und hier ein bisschen abkürzen. So wie der eine Kamerad das da gerade gemacht hat. So, jetzt haben wir es besser gemacht. Das habe ich nicht gut gedriftet jetzt. Ja, da hat er mich weggeschubst. Man muss hier noch ein bisschen anders taktieren, weil ich immer denke, ja. Oh, habe ich aber Glück gehabt. Weil ich dann immer denke, so, ja, ich kriege ja gleich noch ein Item. Aber das bekomme ich ja hier gar nicht. Hier gibt es ja immer nur eins auf Reserve. Oder als Reserve in der Itembox und keins auf Reserve, so rum. Oh, der hätte mich aber der Gute voll getroffen hier vor mir. Jetzt musste er wegen mir natürlich seine Linie ausweichen. Tat mir ja leid. So, mal gucken, ob wir sogar Zweiter werden. Tatsächlich einmal Dritter, einmal Zweiter. Eine sehr schöne Folge, zumindest von der Platzierung her. Und ja. Ihr habt gesehen, die Wii U Mario Kart 8 lebt noch. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer MyGamingWorld81.